Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Ja, wir müssen mit unserer Ladung Holz hier runter. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich den... Wir brauchen 8 Holzplanken. Das ist viel. Da haben wir die Sägemühle. Wir bringen jetzt erstmal das Ganze hier runter. Hier würde ich den Anhänger abstellen. Dann bringen wir das Ganze mal hier runter. Und dann müssen wir wahrscheinlich mal gucken wegen Holz. Ja, Holzstation ist da oben. Da würden wir Holz kriegen. Das müssten wir dann aber hier zur Sägemühle fahren. Da gibt es auch nochmal Holzrahmen. Holzrahmen sind doch die hier, oder? Da ist auch nochmal eine Holzstation. Da gibt es Steinrahmen. Hier unten gab es auch nochmal Holz. Wo war das denn hier? Holzstation. Hier konnten wir da auch nochmal Holzplanken aufladen. Da war das. Okay, ne, dann können wir auf jeden Fall hier noch hinfahren und die Holzrahmen holen. Das machen wir. Dann habe ich nämlich zumindest schon mal 2. Und wir können dann auf dem Rückweg hier noch tanken. Das wäre kein Fehler. Rückweg tanken reicht, glaube ich. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal 2x Holzrahmen von 8. Oder Holzplanken von 8. Dann gucken wir mal. Das war gut, dass ich die gerade noch gesehen habe, sonst wäre ich nämlich mit dem Einzelnen jetzt dahin gefahren. So haben wir da nochmal gleich 2. Und das ist ja wirklich in der Nähe. Und die anderen werde ich wahrscheinlich zum Großteil tatsächlich produzieren müssen. Aber das war auch das, was mir jemand ziemlich am Anfang schon in die Kommentare geschrieben hat. Aber das ist ja okay. Mal eine andere Herausforderung, ne? Ich weiß gar nicht, wie das bei dem Metallrahmen dann funktioniert oder Steinrahmen, was wir denn da dann liefern müssen, um das Nötige zu holen. So, hier müssten wir jetzt Holzbalken kriegen. Holzplanken, genau. Nicht auf den Truck, sondern auf den Anhänger. Oh, wir haben hier noch eine zweite. Ah, ne, wir können 2 laden. Jetzt haben wir 4. Sehr schön. 4 von 8. Das sah für mich gerade irgendwie so aus wie einer, aber das sind ja 2. Stimmt ja. Cool. Das ist ja richtig cool.
Aufpassen, dass ich hier nichts umkippe. Na, 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 nicht kippen. Ups. So. Und dann noch an der Tankstelle vorbei. Mega. Ja, dann haben wir 4 von 8. Dann hat es sich doch gelohnt, dass wir den Anhänger mitgenommen haben. Aber ich glaube, wir haben jetzt nur noch eine Aufladestation. Das heißt, ich muss definitiv Holzplanken herstellen. Das heißt, ich brauche definitiv Holz. Na, 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 na. Mach keinen Unfug. Da werde ich dann den einen Holzanhänger wieder reaktivieren müssen. Definitiv. Aber schauen wir mal. Ich denke mal, dass wir da Mittelholz, glaube ich, brauchen für die Holzplanken. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, tanken schadet nie. Absolut im Gegenteil. Tanken ist immer wichtig und richtig. Ist jetzt übrigens der Nachfolger angekündigt worden von SnowRunner. Wie hieß er? Roadstar oder sowas? Ich weiß gerade gar nicht. Fällt mir nur gerade spontan ein. Sieht jedenfalls sehr gut aus. Habe ich auch schon von Expeditions gesagt. Aber in dem Fall hier tatsächlich haben wir da viele, viele schöne Aufgaben. Also machen nicht nur irgendwelche Expeditionen, um hier was zu sehen, da was zu sehen, dort was zu sehen. Sondern dort kriegen wir tatsächlich Aufgaben in einem zerstörten Gebiet, also quasi ähnlich wie hier. Straßen wiederherzustellen und all solche Dinge, Felsen wegzuräumen mit Planierraupen und so Dinge. Sieht sehr, 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 sehr interessant aus. Wird Februar... Ne, ich glaube, da war gar kein Termin genannt. Also es wird im 2025 wird das kommen. Und sieht, wie gesagt, unglaublich interessant aus. Weil da sieht man jetzt schon, da hat man wirklich Aufgaben, da hat man was zu tun. Da muss man dieses Material hintransportieren, man muss eben auch richtig Straßen bauen. Mit Planierraupen und Thermaschinen und allem drum und dran. Man muss die Sachen dorthin bringen. Man muss das Material dorthin bringen. Also bin ich gespannt drauf. Bin ich sehr gespannt drauf. Und freue ich mich natürlich auch schon mega drauf. So, wenn wir den hier abgeladen haben, gucken wir jetzt gleich mal. Äh,
So, die Hälfte haben wir. Da gibt es noch zwei Ladepunkte. Moment, dann brauchen wir ja doch gar nichts machen. Der eine ist dort. Wo ist denn der zweite? Das ist die Sägemühle. Hier. Dann kann ich aber hier mit dem LKW hinfahren und hier kann ich mit dem Tiger hinfahren. Der ist ja hier. Dann machen wir das. Sehr gut. Dann machen wir das mit dem Tiger und das mit dem Voran. Und dann kann ich da auch ohne Anhänger hinfahren. Das ist gut. Das ist sehr gut. Anhänger lasse ich mal hier stehen. Ups, falsche Richtung. Und dann überlegen, ob ich am geschicktesten hier unten lang komme. Oder eher oben. Ich kann natürlich auch hier unten lang fahren und dann da hoch, ne? Oder eben hier die Straße. Bis nach dort und dann hier runter. Das ist, glaube ich, der sicherere Weg. Wobei... So schlimm sieht der hier auch nicht aus, ne? Wir testen mal. Der sieht von hier aus, zumindest an der Stelle hier, jetzt noch sehr okay aus. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Weil das wäre ja der ultra kürzeste Weg. Oder der ultra kurze, sagen wir es mal so. Der sieht sogar sehr gut aus. Easy. Der sieht auf der Map um einiges schwieriger aus, als er tatsächlich ist. Nein! Warum wälzen du das aus? Ja, ich habe nicht geguckt, ich weiß. Wir haben aber ja den Kran hier. Von dem her geht's. Von dem her ist es jetzt verschmerzbar. Ist ein bisschen mehr Aufwand, aber geht. Müssen wir halt einmal mit dem Kran hin und das geschwind aufladen. Aber insgesamt geht's. Ja, in dem neuen Spiel wird man das dann hier wahrscheinlich wegräumen können. Da gibt es dann diese Planierraupen, mit denen man die Felsen einfach aus dem Weg räumen kann. Auf das freue ich mich echt sehr, muss ich sagen. Super sehr. Da bin ich mir relativ sicher, also wenn sie das auch von den Garagen hier ähnlich machen wie hier, dass man halt die Garagen, die Werkstätten hat, wo man Fahrzeuge frei auswählen kann,
dann wird das gut. Wenn sie es natürlich wie bei Expeditions machen, wo ich vorab auswählen muss, wobei das sah jetzt also nicht danach aus. Das ist halt ein bisschen blöd bei Expeditions, wo ich dann gucken muss, was könnte ich unter Umständen ganz eventuell gebrauchen. Wir fahren, glaube ich, hier oben lang und dann dort. Sondern ich denke mal, dass das ähnlich ist wie hier. Ich hoffe, dass es ähnlich ist wie hier. Wo ich halt einfach mit einem Fahrzeug losfahre und mir dann die Gegend erkunde, die Aufgaben erfasse und dann freie Wahl habe, welchen LKW ich jetzt denn nehme. Jederzeit freie Wahl habe, sagen wir es mal so. Und eben nicht nur zum Start. Ich hoffe, ich kipp den jetzt nicht auf die Seite. In sowas bin ich nämlich gut. In sowas bin ich sehr gut. Wechseln gerade mal den Truck. Dann fahre ich den nämlich mal auf eine stabile Position. So. So. Dann machen wir es halt einmal so. So. So, hier haben wir es, ja. Fracht entladen, Fracht verladen. Perfekt. Okay. Fahren wir mal rückwärts vorsichtig runter. Ich glaube, das machen wir so. Dann habe ich nämlich eine normale Bremse. Das ist mir eigentlich lieber. Ja, ein bisschen ausgebremst. Aber insgesamt hat es doch gut funktioniert. Insgesamt hat das doch eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ja, und dann machen wir auch damit weiter in der nächsten Folge.
Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mit hoffentlich erfolgreichem Brückenbau dann wieder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.